Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal zu einer neuen Sparspielrunde im Monat November. Ja, es ist natürlich wieder Zeit, dass wir die Sparspiele für diesen Monat durchgehen. Es hat sich aktuell nichts an den Sparspielen bzw. den Spar-Challenges geändert. Da wir jetzt Beginn haben, werde ich zwei abgeschlossene Challenges rauslegen aus dem Oktober und dann zeige ich euch nächste Woche meine neuen alten Spiele, die dazugekommen sind. So, muss mal ganz kurz hier hin und her rücken mit dem Stuhl. Entschuldigt bitte. Ja, ich hoffe, euch geht's allen gut. Und wir starten auch mit den Sparspielen. Genau, ich hoffe, es ist heute ein bisschen besser von der Kameraeinstellung. Genau. Wir sind immer noch bei dieser kleinen süßen Fee. Aber ich glaube, ich muss noch mal ganz kurz was an der Kamera machen. So müsste es jetzt eigentlich passen. Genau. Ja, wir sind bei dieser kleinen süßen Fee, die wir wieder mit einem Schmetterling bekleben oder verzieren. So. Und ich hatte letzte Woche den 2 Euro und dann wären wieder die 50 Cent dran und es wäre wieder dieser Schmetterling. Aber da hier so ein kleiner Schmetterling schon runterfällt, nehme ich heute den 1 Euro. Schmetterling. Und der kommt hier hin. Und der obligatorische Euro. So, ich muss noch ein bisschen an meinem Setup hier wieder mal umarbeiten. Ich hoffe, das geht auch mit dem Licht, dass es euch nicht zu sehr blendet. Ja, müsste eigentlich so klappen jetzt. Heute ist der 3.11. Wenn ihr das Video seht, ist es Montag, der 4.11. Ellie und ihre Freunde spielen wir, glaube ich, ein vorletztes Mal. Muss mal schauen. Nein, zum letzten Mal und dann darf das auch erstmal raus. Und wir nehmen einen rosafarbenen Würfel und wir würfeln eine 3. 1, 2, 3, das ist die liebe Gabby. Und die liebevolle Gabby liebt es zu würfeln und noch mehr die gewürfelten Zahlen auszumalen. Ah ja. Dann würfeln wir nochmal und wir haben eine 5. Und dann malen wir die aus. 1, 2, 3, 4, 5 und sparen auch 5 Euro. Das ist der falsche Stift. Plus 5 am 3.11. sind wir bei 86 Euro. Ein stolzes Sümmchen. Und dann, ja, wandert das erst einmal hier rein. Aber ich hefte das jetzt schon mal außen. Ja. So. Das hefte ich jetzt schon mal aus. Dann weiß ich nämlich, dass ich das nicht mehr spielen muss. Dann sind wir bei Spar nochmal. Rot und 4. Rot und 4, das muss man gleich schauen. Auch das spiele ich heute zum letzten Mal, weil ich habe, glaube ich, noch eine Winteredition davon. Oder ich spiele es durch, ich weiß es nicht. Das wären 2 Euro und 4 Felder. Dann, ich habe hier ein Rot. So. 1, 2, 3, 4. Ah. 1. Nee, das sind 5. Ah, das stimmt doch gar nicht. Na, dann hoffe ich mal, dass ich irgendwann eine 5 bekomme. Mann! 1, 2, 3, 4. Wieder vermalt hier.
Okay, und das wären 2 Euro. Und ich probiere jetzt einfach mein Glück. Vielleicht würfe ich ja doch noch eine 5. Nee, eine 2. Und rot sind auch nochmal 2 Euro. Aber eine 2 kann ich nicht mehr. Eine 5 und rosa. Gut, dann nehme ich das jetzt hier noch als rosa. Ich habe jetzt nämlich kein rosa. Aber ich mache das jetzt 5 und. So. Tut mir jetzt leid, aber ist egal. Also, rosa wären 3 Euro und 2 Euro sind 5 Euro. Perfekt. Dann tun wir hier die 5 Euro noch dazu. Plus 5 sind 59, aber ich muss gleich noch mal lesen, weil ich habe ja jetzt somit diese Beträge für spare entsprechend deines Budget. Du kannst den Betrag für die Farbe bububum. Hast du eine Spalte komplett ausgemalt, so sparst du den zusätzlichen darunter angegebenen Betrag. Naja, klar. Ne? Dann. Ha. Ich habe die 5 Euro. Ja. 4 Euro und 3 Euro. Das sind dann nochmal 12 Euro dazu. Also sind wir bei 17 Euro. Und dann schreibe ich hier jetzt noch plus 17 hin. Nee, plus 12, so. Dann sind wir hier bei 71. Ja, müsste ja stimmen. Also, tun wir das jetzt mal hier rein. 71, ne? 20, 30, 40. 50, 60, 4, 6, 8, 71. Ja, das stimmt schon mal. So. Weiter geht's mit dem Turnier der Götter. Da brauche ich einmal den und einen Würfel. Und ich habe eine 2 und ziehe mit Rot weiter. Also mit Athena. Und eine 6. Oh je. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Gut, das Feld habe ich schon. Und ich glaube, wenn ich nochmal auf das Feld bin, genau, darf ich nochmal würfeln. Das war ein Anfangsfeld, welches ich nicht ganz ausgemalt habe. Aber egal. Okay. Eine 1 habe ich gewürfelt, also rücken wir eins weiter, also von hier nach hier. Und auch hier sparen wir die 5 Euro. Plus 5 macht gleich 37 Euro. Und wo ist mein Stift? Der ist hier. So. Malen wir das mal hier schön aus. 5 Euro haben wir drin. Und auch hier den Trecker wieder rein. Gut. Dann kommen wir zu Pumpkin Patch. Da muss ich jetzt mal schauen. Oh no. Ich habe den Magnet verloren. Na hier. Ich stand letztens hier. Auf diesen drei weißen Kürbissen.
und habe eine 6. 1, 2, 3, 4, 5. Das geht nicht, also muss ich nochmal würfeln und habe eine 5. 2, 3, also 1, 2, 3, 4, 5. Und komme auch hier wieder auf die weißen Kürbisse. Auf diesen Feldern darfst du die genannte Menge der entsprechenden Kürbissorte pflücken. Jeder Kürbis kostet 1 Euro. Und ich musste doch sogar noch abkreuzen hier. Also 1, 2, 3, 4. Oder mache ich hier nur einzeln? Egal. Und 4 Euro. Ja. Plus 4 Euro tue ich jetzt schon mal rein. Und plus 4. Macht 21. Habe ich das einmal ausfallen lassen? Ja, ich glaube, ich habe das einmal ausfallen lassen. So. Dann kommen wir zu Ginger's Perfect Day, in der Hoffnung, dass ich heute mal nicht den Nusskuchen ziehe. Aber bei meinem Glück werde ich den Nusskuchen wieder ziehen. Weil er so gut in den Herbst passt. Das weiß ich jetzt schon. Ja, kurz mal aufräumen. 1, 2, 3. Oh, wir pflegen die Rosen. Gemüse ernten, das ist wichtig. Und der Nusskuchen. Oh. Also, macht 10 Euro zusammen. Aber gut, wenn ich schon die Rosen pflege und Gemüse ernte, dann darf ich mir auch zum Kaffee noch was Gutes gönnen. Ah, ich glaube, der Nusskuchen. Also, es kann auch ein Hinweis sein, dass ich Nusskuchen backen soll, ne? Den haben wir letztens gar nicht eingetragen. Tragen wir mal nach. Plus 10 macht 91. Und ich glaube, da wechselt noch so ein bisschen Geld. Dann kann ich das nämlich wieder hier reinholen. Ich habe weniger Kleingeld und weniger Scheine im Umschlag. So. Gut, damit hätten wir den ersten Spielebeiner schon fertig. Den tun wir jetzt mal an die Leute. Und wir kommen zu den Spar-Challenges. Die Fun-Challenge ist diese Woche nicht dabei gewesen. Weil wir keinen Fun hatten. Aber die Rubbel-Challenge. Und wir nehmen den hier. Der schlägt mit 4 Euro. Zu Gemüte. Hm.
4. Das sind 13, 1, 5 und 1. Das sind wir doch schon bei. Ja, gut, 153 Euro. Wow. Die 52-Wochen-Challenge. Und da wir natürlich am Monatsanfang sind, möchte ich gerne diesen hohen Betrag einmal weg haben und ja, einmal die 50. Genau. Und dann plus 50 sind wir bei 983 Euro. Tja, das ist schon ein stolzes Sümmchen, ne? Das, wenn das dann abgeschlossen ist, kann ich das auf die Bank bringen. Die Sport-Challenge, nein, ist, oder Moment, wir haben ja erst Anfang des Monats, nee, ist nicht gelaufen, weil mich hatte es ein bisschen erwischt mit einer Erkältung, deswegen habe ich keinen Sport gemacht. Genau, so, muss man kurz hier aufräumen. Und dann kommen wir zum letzten Binder, wo die restlichen Spar-Challenges drin sind. Urlaub ist immer noch nicht, Kleingeld-Challenge ist auch nicht, die Jahreszeiten-Challenge hatte ich abgeschlossen. Den Wunscherfüller habe ich auch abgeschlossen, deswegen hefte ich die jetzt mal aus. Bei der Jahreszeiten-Challenge kommt dann demnächst die Winter-Challenge rein von Jules Budget. Und die 20-Euro-Challenge ist jetzt nur noch fällig. Und die machen wir auch. Plus 20. Aber dafür setzen wir die dann nächste Woche aus. 440. Weil ich wollte ja immer ein um die andere Woche bespielen, aber jetzt habe ich gedacht, mache ich jetzt einfach mal. Schon mal anfangen für diesen Monat. So, packen wir die auch noch ab. Das vergesse ich ja immer zu gerne. Genau. Gut. So, damit ist dieser Binder auch fertig, aber hier soll jetzt noch was rein und das möchte ich euch jetzt nicht vorenthalten. Deswegen bleibt mal ganz kurz dran. So, da bin ich schon wieder. Und wie ihr seht, habe ich noch die anderen beiden Spielebinder, die ich mir eigentlich für den Herbst / Halloween ja vorbereitet hatte, noch hier liegen. Aber mir war das einfach zu stressig, muss ich ehrlich sagen. Also ich konnte es zeitlich nicht vereinbaren. Es war nicht stressig, ich habe es einfach zeitlich nicht vereinbaren können. Deswegen waren dann jetzt hier ein paar Spiele aus den Bindern in die restlichen Binder mit rein. Dann werden die nämlich bespielt. Und genau. So. Tavernostra werde ich aber erstmal in diesem Binder drinnen lassen. Das werde ich erstmal nicht spielen. Aber das spiele ich mal zu einem späteren Zeitpunkt. Auf alle Fälle kommt die Fox Love. Nämlich für die Kategorie Urlaub mit rein. So. Und da tue ich jetzt einfach nur schnell mal das Geld, was wir da hatten. Switchen.
es sollen noch mit rein einmal die Time for Apples. Das ist ja so eine große Spar-Challenge. Der Herbstzauber und eigentlich auch mein selbstgestaltetes Spiel, schöne Herbstzeit. Weil November kann man ja auch noch einen schönen Herbst haben. Deswegen kommt das jetzt mal gleich oben rein. Und dann, ja. Herbstzauber. Und Time for Apples. Ich würde auch mal sagen, wir spielen noch eine Runde. Schöne Herbstzeit. Ich guck mal, ob ich jetzt das hier rauskriege. Im Fall der Fälle, ich erwische doch noch das Rubbelfeld. Also, dazu brauche ich 2 Würfel. Und wir würfeln. Und der erste ist eine 5, also das Feld Nummer 5. Und die 3, dann kommen wir hier auf. Seht ihr natürlich, ne? So typisch ich. 5, 3 ist das Mädchen. Sieht man das? Ja. So. Und das wäre die. Und ich darf ihn losziehen. Lose habe ich ja genügend. Also ziehen wir einen los. 3 plus 5 plus 1 macht 9. Also kommen jetzt hier noch 9 Euro dazu. Und dann. Sind wir bei 22 und dann wechsle ich das hier durch. In 20er. So. Plus 9 gleich 22. Am 3.11. Und wieder nicht gehobelt. Weil wir ja nicht rubbeln dürfen, so. Falsch. So. Eigentlich muss ich das einfach mal ein bisschen abschneiden hier. Gut. Okay, dann muss ich jetzt noch den Tracker reinmachen. Und dann haben wir eigentlich alles. Die Rollen. Komm, komm, komm. So. Ja, wir spielen auch noch eine Runde Foxglove. Dann spiele ich den Herbstzauber und Apple Pies und Time for Apples nächste Woche. 1, 2. Hui, da sind aber große Beträge diesmal drunter. Ich hoffe, das ist eine 8. Okay. Plus 8 macht 20. Dann. Kann ich das auch wechseln? Ich bin ein Zehner. Ja. Gut, Herbstzauber dann nächstes Mal. Time for Apples auch nächstes Mal. Das sind ja so Challenges. Genau, Jahreszeiten ist dann Winter. Und dann muss ich noch Foxlove wieder hier reinschmeißen. Und ja, dann
muss ich ja noch sagen, der Halloween-Binder, dieser hier, den stelle ich jetzt mal auch wie den anderen Binder, den grünen Binder, nach hinten an. Ich werde versuchen, es im nächsten Jahr vielleicht ein bisschen anders zu machen. Mal schauen. Muss ich wirklich schauen, wie ich es mir zeitlich einrichten kann. Also dieses Jahr war das überhaupt nicht, dass ich das so hinbekommen habe, aber ja, beim nächsten Mal wird es besser. Dann, würde ich jetzt mal sagen, das war's schon wieder mit der ersten Sparspielrunde im Monat November. Wenn dir das Video gefallen hat, dann kannst du mir sehr gerne einen Kommentar dalassen. Wenn du magst, meinen Kanal abonnieren, dann vergiss nicht, unten die Glocke zu aktivieren, dann verpasst du kein Video von mir. Ansonsten wünsche ich dir noch alles Liebe, alles Gute und ich würde sagen, wir sehen bzw. hören uns dann das nächste Mal wieder zu einem neuen Video, zu einer neuen Sparspielrunde, wann auch immer. Mach's gut, tschüss.